Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Far Cry 6, meine Lieben. Freut mich, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt, um mit mir zusammen Far Cry 6 zu erleben. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst doch gerne den Daumen nach oben da, kommentiert meine Videos oder Streams und lasst gerne auf Ehre ein kostenloses Abo auf meine Facebook-Seite oder auf YouTube da. Würde mich sehr freuen. Ich würde an der Stelle sagen, wir gehen direkt ins Game rein. Viel Spaß beim Zusehen. Das Lager beachtet mich nicht, also habe ich es observiert. Alle versuchen, José Castillo umzulegen. Aber sie arbeiten nicht zusammen oder planen etwas. Ich kenne José, dieses Arschloch. Um den zu erledigen, musst du zuerst den Luftraum zurückerobern. Zerstöre seine Flakstellungen, dann kann er dich nicht abschießen. Deaktiviere seinen Radarbunker und er kann dich in seinem Luftraum nicht mehr verfolgen. Ich kann nicht mehr tun, als dir und den anderen Strategien anzubieten. Für Papa. Okay, dann machen wir das doch. Easy. Gracias, Danny. Gracias. Viel Glück. Offener Luftraum. Sieh mal einer an. Danny. Danny. So, wir haben 1800 Meter vor uns. Das heißt, ich denke mal, wir werden uns einen Heli nehmen. Oder warte mal, wir sitzen generell aus. Luftraum. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Das heißt, wir nehmen es trotzdem ein. Heli. Hier geht's lang. Easy, let's go. So. Und dann nehmen wir uns doch mal den Heli. Siehst mich nicht. Bin schon nichts weg, Kollege. Luftfahrzeug B5606. Identifizieren Sie sich unverzüglich. Na, perfekt. Perfekt. Ja. Wir haben den meisten Weg ja geschafft, Leute. Das heißt, die 300 Meter, die schaffen wir auch noch eben schnell zu Fuß. Alejandro, ich suche nach der Flugabwehrkanone in der Nähe von Verdera. Du musst an der Kirche im Norden der Stadt vorbei. Sie ist ganz in der Nähe von einem großen Feld. Alles klar. Aber sei vorsichtig. Versuchen wir mal auf ganz easy, smooth hier reinzugehen. Dürfte ja eigentlich kein Problem sein.
Das waren, glaube ich, auch alle. Bin ich der Meinung. Das ist so krass. Ja, das ist so krass. Tatsächlich. Das Uran. Das einmal mitnehmen. Luftraum befreit. Easy. Die zwei Flugabwehrgeschütze sind erledigt. Die Luft ist rein. Gut, das wird ihm die Sicht erschweren. Einer der neuen Soldaten im Lager hat mal in dem Radarbunker gearbeitet. Er sagt, wenn du dir Zugang zum Computer verschaffst, kannst du die Standorte aller Flakgeschütze im Westen sehen. Aber das Ganze ist mit Schlüsselkarten gesichert. Du musst einen Weg hineinfinden. Ich bin dran. Ja moin, Alter, wie weit? Der Libertad, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Hey. Was war denn sein Problem jetzt? Ich nehme noch schnell ein hier. Dir? Oh, er bleibt halt im Auto sitzen. Er bleibt halt im Auto sitzen. Aber das war's doch schon hier mit dem. Oder nicht? Da bist du. Weißt du, jetzt kann der aussteigen, der Hübsche. Dann haben wir den auch mal schnell eingenommen, Jungs und Mädels. Dum, dum, dum. Mein Quad ist auch noch da. Nice. Dann kann es ja weitergehen. Waren ja nur noch 400 Meter ungefähr. Rennt jetzt ja nicht nach rechts. Dass du einen Panzer hast.
So, meine Freunde der Sonne. Jetzt geht's nämlich um die Wurst. So. Das sieht jetzt gut aus. Kann man schnell mitlooten hier. Auch wenn hier nicht so viel ist. Nämlich gar nichts, außer das bisschen. Keine Wachen hier? War ein bisschen komisch, oder? Doch, da haben wir, da hätten wir eine. Der war clean. Clean. Okay, dann marschieren wir hier ganz easy rein. Wer weiß, was hier in dem Bunker drin ist? Ich sollte die Kamera dazu stellen. Schon wieder. Dieses Geräusch. Hallo? Da ist doch jemand. Der Computer. Wir sehen, wie gut ich als Hacker bin. Zeig dich. Okay. Ganz ruhig, lass mal schlafen gehen hier, ne? So, das ist. Das war jetzt natürlich nicht geplant, dass die Kamera mich sieht. So, let's go. Dann wollen wir doch mal hacken. Diese Löwen sind mir ja gerade schon Bandbreite. Ja, ich denke mal, dass ich die ganze Zeit jetzt hier am PC stehen bleiben muss, oder? Geht das auch weiter, wenn ich hier bin? Ja, okay, easy. Dann kann ich ja noch weiter looten hier. Lean!
Eine Schlüsselkarte. Aber für was eine Schlüsselkarte? Na bitte, also los hier. Muss doch bestimmt irgendwo eine Tür geben, die abgeschlossen ist. Okay, ich laufe eindeutig im Kreis. Dann wollen wir doch mal schauen, wo es hier nämlich noch hingeht. Hier müsste eigentlich noch was sein. Oder auch nicht. Aber ich habe eine Schlüsselkarte bekommen. Ich frage mich halt wirklich, wofür? Entkomme aus dem Gebiet und aus dem... Ja, das ist mir schon bewusst. Ja, bevor der mich hier gleich wieder sieht, ey. Also hier oben gibt es nichts für mich. Hab ich umsonst jetzt hier hochgeklettert. Ist ja Schmutz. Hey, ich habe das Radar zerstört. Meine Familie hat so ein Glück, dass du da bist, Danny. Wenn du José das Herz durchbohrst, dreh für mich einmal mehr um. Oh. Lass mich in Ruhe. Einsatz abgeschlossen. Hey, sag uns, wenn du zu Sudo hören. Du bist in der Höhle? Bist du stunk im Lager oder sowas? Nein, nein, noch nicht. Komm einfach her, okay? Ich habe hier einen Notfall, einen medizinischen. Sozusagen einen medizinisch-mechanischen Notfall. Medizinischen Notfall, alles klar. Mechanischen nicht vergessen. Sprich mit Philly. Ja, aber das auch in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Das war Folge 14. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schaltet gerne beim nächsten Mal ein. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert meine Videos oder Streams, um in Zukunft nicht mehr zu verpassen. Lasst auf Ehre gerne ein Abo, und kostenlos ist natürlich, auf meiner Facebook-Seite oder YouTube da. Das war's mit der Folge. Danke fürs Zusehen.